Schickhardt. Guten Tag, ich komme von Geld.de, Herr Baghdadi. Ja, wer ist da? Grüße Sie, Herr Baghdadi. Sie waren vor ein paar Tagen im Internet und hatten da bei einem Gewinnspiel teilgenommen, am 26. April. Das kann sein, ja. Und da hatten Sie angeklickt, Herr Baghdadi, also Baghdadi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, das ist in Ordnung. Super, Sie hatten da vermerkt, dass Sie sich für die private Haftpflicht, Hausrat und Rechtsschutzversicherung interessieren. Wir wollten nur fragen, Herr Baghdadi, haben Sie denn zurzeit private Haftpflicht und Hausrat? Nein. Hatten Sie in den letzten 5 Jahren eine? Nein. Nein, okay. Weil Sie haben in diesen Bereichen 50% Rabatt bekommen und ich kann Ihnen gerne sagen, was das für Sie kosten würde. Sind Sie verheiratet oder Single, Herr Baghdadi? Mit Frau und Kinder. Frau mit Kindern, okay. Sind Ihre Kinder jünger als 7 Jahre oder älter als 7 Jahre? Beides. Beides. Eine unter 7, einer über 7, richtig. Zwei drunter, 3 drüber. Ah, okay. Und wie jung sind Sie, Herr Baghdadi? Ich bin 41. 41. Arbeiten Sie ganz normal oder öffentlicher Dienst? Also Polizei, Krankenhaus? Einmal wird es Verhaftungen geben, aber ich nichts bei Polizei. Okay, Sie arbeiten also nicht in der Polizei, sondern ganz normal angestellt? Ja, aber nicht bei Polizei. Okay, gut. Also, es würde Sie kosten für die ganze Familie mit Kindern. Mit in private Haftpflicht. Okay. Mit Kinder, also Frau, Kinder und Sie einmal fürs ganze Jahr 68 Euro. Und das dann für das Frau, für das Kind und für das andere Kind und das andere und andere Kind auch dabei geben? Genau, also für die komplette Familie, Herr Baghdadi. Ja, warte, muss einmal Ausrechnung machen. Warte mal, für ein Jahr, ja, richtig? Das ist, Laufzeit ist ein Jahr, Sie können aber auch 3 nehmen oder 5, aber ich empfehle Ihnen ein Jahr Laufzeit. Das ist der Standard bei den Tarifen. Also das wäre die Ostangler? Angler? Nee. Ostanglerversicherung, so heißt die Gesellschaft. Ist das für Leute, wo Angelung machen mit Fischen? Nein. Von Seefahrern, von Seefahrung, von? Nein, leider nicht. Oh. Das ist für Kunden, ganz normale Kunden in Deutschland. Also es hat nichts mit dem Namen zu tun. Ich kann Ihnen auch die Hanse Merkur empfehlen. Die würde Sie fürs ganze Jahr einen Familientarif 62,89 € kosten, inklusive Steuern. 82 und das mal. Das heißt, dann sind wir bei 370 Euro. Nein, 62,89 € für das ganze Jahr. Ja, aber dann muss ja noch das Frau mitnehmen und das Kinder mitnehmen. Das ist inklusive. Ich habe das schon berechnet für die ganze Familie. Darum habe ich auch gefragt, ob Sie Single oder verheiratet sind. Ja, und dann muss man ja das Berechnung machen. Ich habe das ja mit Multiplication mit 6 machen, weil wir sind 6 Leute. Das habe ich schon gemacht. Warte. Weil ich muss ja das, nee, das habe ich ja falsch gemacht. Was war das? 63? Also, ich sage Ihnen, für 6 Personen. Sie haben eine Familie mit 6 Personen. Ja. Also, für 6 Personen kostet Sie das bei der Hanse Merkur 62,89 €. Ja, 89. Dann sind es 377,34. Ja, das ist ein bisschen weniger als das andere. Nein, 62 Euro im Jahr, Herr Baghdadi. Ja, für die ganze Familie. Das habe ich verstanden. Nicht 300, sondern 62,89 € für das ganze Jahr, für Ihre komplette Familie. Also muss man nur das einmal bezahlt machen? Einmal im Jahr. Sie können das aber auch halbjährlich machen oder monatlich. Das entscheiden Sie, was für Sie besser wäre. Also dann einmal im Monat 63 oder einmal im Jahr. Dann werde ich das Jahr nehmen, weil das ist ja viel günstiger. Monatlich kostet es 5,26 €. Jährlich kostet es weniger, weil jährliche Zahlweise ist immer günstiger. Und deswegen würde Sie das 62 Euro im Jahr kosten, und wenn Sie es natürlich jährlich bezahlen. Jetzt habe Sie von so viel Zahlen sprechen. Jetzt, was ist das dann für ein Versichert? Was kann man da machen? Wie meinen Sie, was da versichert ist im Tarif? Ja. Was der Tarif Ihnen bietet, sage ich Ihnen. Und zwar, da hätten Sie zum Beispiel eine Deckungssumme von 10 Millionen Euro bei Personen- und Sachschäden. 10 Millionen? 10. Genau.
Mietsachschäden auch 10 Millionen. Was ist Mietsach, was ist ein Mietsachschadung? Was ist das? Zum Beispiel, sie lassen in ihrer Mietwohnung eine Flasche in die Badewanne fallen, die dadurch beschädigt wird. Also die Badewanne wird dann beschädigt. Das sind Mietsachschäden. Also wenn das, wenn ich das Wodka-Fallen, runterfallen, das Flasche kaputt, dann werde ich neue Flasche Wodka kriegen? Nicht die Flasche, die Badewanne, wenn die Badewanne dadurch kaputt geht. Und wer bezahlt das Flaschen? Die Flasche bezahlt keiner. Ach so, das habe ich verstanden. Nein. Das wäre sehr gut gewesen, weil wenn wir so Hardcore-Party machen, dann kann schon mal was runterfallen. Ja. Müsste es dann nur bei mir zu Hause oder auch wenn ich das bei der Nachbar? Was ich wollte Sie nur was ganz kurz fragen. Darf ich Sie was fragen, Herr Bodgadi? Ja. Kennen Sie vielleicht die Telefonziege auf YouTube? Kenn ich wen? Die Telefonziege auf YouTube. Was ist das? Schauen Sie mal, gehen Sie mal auf YouTube und tippen Sie mal Telefonziege ein. Da ist ein sehr, sehr netter junger Mann, der macht da Streiche für die Callcenters. Also das ist wirklich lustig. Und was, das ist nur eine Empfehlung von mir. Und was das jetzt mit das so, dieses Gespräch zu tun? Sage ich Ihnen, weil Sie kennen den Mann bestimmt von Telefonziege. Wie heißt der? Wie heißt der? Ich glaube, manchmal heißt er, keine Ahnung, Maulwurf und manchmal heißt er irgendwas auf Russisch. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und kann man dann auch bei Sie das Maulwurf versichert machen? Nee, Maulwurf kann man nicht versichern, leider. Und den Ziegen? Die Ziege, das, keine Ahnung, da müssen Sie ihn fragen selber. Ach so. Und jetzt, also kann ich meine Wodkaflasche nicht versickert machen? Nein, leider nicht, Herr Bodgadi. No. Fragen Sie den Morgo. Vielleicht kann er das machen. Aber nettes, ich danke Ihnen wirklich, war nett. Ja. War ein nettes Gespräch und war ja ein bisschen erfrischend. Und warum hat es jetzt so lange gedauert zur Erkennung machen? Ja, weil Sie haben das heute irgendwie sehr, sehr gut gemacht. Also. Soll das heißen, dass ich sonst schlecht bin? Willst du schlechte Kritik machen? Nee, sondern Sie machen den Bodgadi nicht so oft. Vielleicht deswegen. Ja, meistens mache ich hier den Russen. Und der heißt Dimitri. Stimmt, genau. Der Russe war mal. Aber genau. War echt nett. Ja, magst du den Russen? Ja, der Russe ist super. Also der Maulwurf ist eigentlich am besten. Ja, der Maulwurf ist am besten. Der hat ja bei euch auch schon so viel gekauft. Dann müsst ihr eigentlich mal Bonuspunkte kriegen. Eigentlich hat er gar nichts gekauft, weil sonst braucht er auch nichts. Der hat so viel Werbung für euch gemacht, der alte Mann. Ja, stimmt, vollkommen. Aber wo ist eigentlich euer Chef? Der wollte mir mal Interview geben, der hat mich aber nicht angerufen. Der ist nicht da. Wo ist der Suka? Wo ist der hingegangen? Der hat jetzt Pause. Wieder hat Pause. Sonst immer, wenn einer von euch, Pause. Ich sehe ja eure hier, ich weiß ja schon, wer da anruft, ne? Aber sonst immer den Chef dran bekommen. Jedes Mal. Und er wollte eigentlich auch mal, dass ich euch mal ein bisschen fertig mache. Nein, ich weiß schon, um was es geht, aber er wollte, dass sie einen Kollegen von uns ein bisschen Streich spielen. Weil er geht uns auf die Nerven, deswegen. Ja, dann hol mir den doch jetzt mal ran. Oder kriegt ihr das alle nicht hin oder was? Der Kollege hat 7 Tage frei bekommen. Der ist jetzt nicht da. Ja, dann kann der leider, ja gar nicht so schlimm sein, wenn der so lange frei kriegt von Chef. Nein, der geht uns auf die Nerven. Deswegen. Was macht er denn immer? Was macht er denn? Ach, der tut so immer. Als wäre er der Beste. Ah, und ist er gar nicht, aber kriegt dann 7 Tage Premium Urlaub? Ah, der hatte lange nicht mehr Urlaub gehabt, deswegen, weil er möchte immer nur arbeiten. Ah, der heißt aber nicht zufällig Daniel Tager, oder? Nein, das ist er nicht. Kennst du den? Nein, leider nicht. Sei froh. Der arbeitet nicht bei Geld.de. Der arbeitet nicht bei Geld.de. Das ist sehr gut. Und wie lange musst du heute arbeiten, Pierre? Bis 20 Uhr. Gern so lange die Leute ans Telefon? Ja, ist leider so. Was soll ich machen? Ich meine, ich mach das ja zu Spaß, aber wenn du jetzt zu Hause bei mir anrufst, dann würde ich das Telefon bei Klo reinwerfen. Um die Uhrzeit, Pierre. Da kannst du nicht Leute bei Abendessen stören oder bei $5 Saki in Besenkammer. Ja, die Leute rufen uns auch an. Also es ist nicht immer so, dass wir anrufen. Die Leute rufen uns auch an, sogar bis 20 Uhr. Yeah. Vor Feierabend rufen die auch zigtausendmal an. Das ist so. Aber Mensch. Das ist gut. Das heißt, es gibt Arbeit, besser es gibt Arbeit, als
Also, es gibt keine Arbeit. Ja, ne? Aber gibt es nicht tausend bessere Arbeiten, weil ich glaube, ich würde eher Klo putzen gehen. Und das mit Stolz. Nein. Ja, ich auch. Wenn siehst es nichts du, anderes gibt, warum nicht? Siehst du, dann mach doch. Dann hast du nicht dauernd den Maulwurf am Telefon. Ah, der Maulwurf muss auch etwas arbeiten. Wenn ich nicht arbeite, hat der Maulwurf auch nichts zu tun. Na doch, der Maulwurf wird von 10.000 anderen Leuten angerufen und bedroht. Er hat genug zu tun. Ich bedrohe sie nicht, ich würde sie nie bedrohen, ich bedrohe niemanden. Ja, das weiß ich doch, du hättest auch keine Chance gegen Big Dick Dimitri, aber das ist ja egal, wir wollen ja nicht kämpfen. Oder sollen wir Boxkampf machen, so mit Gummifaust oder... Kennst du Gummifaust von Borat? Nein. Oh, da hast du auch nichts verpasst, aber das tut ziemlich weh. Herr Bertradi, soll ich Sie nochmal anrufen, wenn der Chef da ist? Vielleicht will er mit Ihnen sprechen. Ich muss weiter. Ja, willst du noch jemanden grüßen bis dahin? Nein, niemanden. Okay. Kannst du deinen komischen Kollegen grüßen, den wir noch verarschen müssen? Ja, wie heißt der? Okay. Oh, blöd. Hat er lang gedauert, bis die mal wieder angerufen haben. Normal habe ich immer den Chef dran gehabt. Und der hat mir dann auch versprochen, ja, ich schicke dir mal meine Neuen oder meine Kollegen, kannst du ein bisschen fertig machen. Aber irgendwie hat er das nicht geschafft, das Anruf umzuleiten. Der hat mich immer ans Telefon bekommen. Ah, blöd, ich hasse diese Leute und ich liebe sie auch irgendwie. Das ist wie Autounfall. Du kannst nicht weggucken, aber eigentlich willst du es auch nicht sehen.